Keimfutter ist ein gesunder Leckerbissen für Vögel, sofern es korrekt zubereitet und gelagert wird. Es ist eine leicht verderbliche Frischkost, die den Vögeln großen Schaden zufügen kann, wenn man es dennoch verfüttert, obwohl es bereits verdorben ist. Im April beginnen wir mit der Herstellung und Verfütterung des Keimfutters. Der gekeimte Samen wird zu einem vitaminreichen Futter und dieses ist für eine erfolgreiche Aufzucht von Jungvögeln unerlässlich. Bei der Herstellung des Keimfutters hat jeder Züchter seine eigenen Erfahrungen und bestimmt auch seine eigenen Herstellungsmethoden. Bei vielen Züchtern bestehen aber noch große Ängste, dass dieses Futter unter Umständen ihren Tieren durch entstehende Schimmelpilze und Fäulnis mehr Schaden als nützen könnte, und aus diesem Grund versuchen sie gar nicht erst die Herstellung. Diese Angst ist auch nicht unbegründet. Es gibt auf dem Markt aber Mittel, welche für unsere Tiere völlig ungefährlich sind und ein Entstehen von Schimmelpilzen und Bakterien, die den Fäulnisprozess fördern, bereits beim Keimvorgang verhindern. Eines dieser Mittel nennt sich Vetresan und ist in seiner Anwendung recht einfach. Dieses Mittel ist geruchs- und geschmacklos und für die Tiere unschädlich. Einem Liter Wasser wird 1 Milliliter dieser Vetresan-Lösung zugesetzt. Das Keimfutter wird zum Quellen in ein Behältnis mit entsprechendem Vetresan-Wasser gegeben und dort verbleibt es für ca. 4 bis 6 Stunden. Danach wird es ordentlich durchgespült und zum Abschluss ebenfalls nochmals mit Vetresan-Wasser übergossen. Das ist darin begründet, dass wir Sonnenblumenkerne mitkeimen und diese besonders schnell von Schimmelpilzen und Keimen versetzt werden, wenn man nichts dagegen tut. Das Futter verbleibt jetzt in einem Sieb zum Abtropfen. Danach geben wir das Keimfutter in eine Plastschale, decken dieses mit einem feuchten Tuch ab und stellen es an einen warmen Ort. Jetzt hat es Zeit zum Keimen. Am folgenden Tag kann man schon die Keime an den aufbrechenden Körnern sehen. Da wir Keimfutter für 3 Tage herstellen, wird der nach dem Füttern verbleibende Rest in der Plastschale wieder mit dem feuchten Tuch abgedeckt und in den Kühlschrank gestellt. Gutes Keimfutter weist einen nussartigen Geruch auf.